Hallo und herzlich willkommen zu vielleicht einem der letzten Update-Videos für Planetary Nation bevor dem Release. Denn es hier ein neuer Bild und es ist gesagt: The launch edition of the game includes a number of upgrades, including enhancement to both singleplayer and multiplayer. It will also include two new features: resources high, gas giants, and annihilator. A celestial laser of doom that obliterates planets with each tremendous blast. Also, die Release-Version von Planetary Nation enthält eine Serie von oder eine Anzahl von Upgrades für Single- und Multiplayer, also, sowie Verbesserungen für Single- und Multiplayer. Es enthält auch zwei neue Features, einmal ressourcenreiche Gasgiganten und Auslöschungslaser oder Auslaser oder Auslöschlaser, Löschlaser, irgendwie sowas. Ein planetaren Laser des Untergangs, der mit jedem seiner enormen Schüsse ganze Planeten auslöscht. Als ein Danke für die großzügige Backer und Early Access Supporter gibt es den Build jetzt schon ein bisschen früher. Additionally, the release build of Planetary Nation will be available on the show floor of PAX at August 29th, September. Through September 9. Also zusätzlich gibt es den finalen oder den Release-Build auf der PAX. Danke für den Support während der Entwicklung. Wir sind thrilled to be a vision. Also wir sind begeistert, dass unsere Vision eines massiv großen RTS-Spiels zur Realität wurde. Und können es nicht erwarten, euch zu zeigen, was als nächstes kommt. Sehr schön. So. Aha, es gibt jetzt hier auch den AI-Skirmish. Wie sieht denn das Menü aus? Sieht immer noch genauso aus. Das dachte ich mir auch schon fast. Arsenal. Das Arsenal ist nicht user geworden. Aber dass sie $10 kosten, das finde ich schon ein bisschen happig. Ich meine, ich habe schon 90 Euro in das Spiel reingesteckt. Wiederholung, Systemdesigner und Tutorial sehen wahrscheinlich immer noch genau gleich aus. Jop. Singleplayer, AI Skirmish. Ich will mal gucken, ob ich zu den neuen Gegenständen komme. Oder wie ich sie angucken kann. Hallo? Also ich bin hier gerade im Systemdesigner und ich sehe, es gibt den Gasplaneten, den Mond, den Lava, den Metall, den tropischen, den Eis, den Wüsten und den Erdplaneten, aber die wollten eigentlich auch noch einen Wasserplaneten einfügen. Vielleicht kann man das ja mit tropisch erzeugen. So. So, also ich habe hier so ein Gasgigantensystem. So. Planet bearbeiten. Einen Moment. So, hier habe ich einen generiert, der fast vollständig Wasser ist. Schon in Ordnung. Schließen. Das ist mein Metallplanet, oder? So, mein Todesstern ist jetzt fertig. Wie benutze ich den? Achso, ich bin noch im... So. Hier habe ich meine Kataklysten. Ah, Fire Weapons. Nach... Med. Oh. Durch den Power Lock. Na, entkommt er noch? Hä? Huch? Ich wollte zum Meter springen, das hat er nämlich nicht mehr machen lassen. Alter Schwede. Beste ist, ich kann mir das Ganze nochmal angucken.
indem wir 30, 60 Sekunden zurückgehen, bei Meta sind. Wir springen doch nochmal 30 Sekunden nach vorne. Nee, 15 zurück. Da feuert er jetzt. So, jetzt gucken wir uns den mal ungestört an. Auf dem Asteroidentrümmer wird man leider nicht spielen können. So witzig das wäre.